Stich lassen. So, dann bauen wir jetzt mal runter. Nee, das lassen wir erstmal so. Dann geben wir der ein paar von denen hier. Ja, zwei Stück sind jetzt nicht so das, was ich mir jetzt gedacht hatte. Und ich glaube auch auf diese Distanz ist das ein bisschen wenig. Vor allem haben wir auch keine Station hier gebaut. Ja. Also nach rosigen Zeiten sieht das jetzt irgendwie nicht aus. Obwohl, jetzt haben wir wieder Geld. Was ich jetzt also direkt mal ausgeben werde. Für eine richtig schnieke Dampflok. Und gleichzeitig gönnen wir uns mal hier ein paar Stationsbauteile. So, dann kann er jetzt hier hinfahren. Dann fährt er wieder zurück. Das Ganze mal im Expressmodus. So. Ich hoffe, die Linie lohnt sich. Und ich hoffe auch, dass die Linie nicht allzu lang geworden ist. Das wäre sonst ziemlich kontraproduktiv, wie man sich ja denken kann. Obwohl, ja, doch, es scheint ja zu klappen mit der Entfernung. So, und da haben wir gleich einen ganzen Schwung neue Fahrzeuge bekommen. Weil ich nicht glaube, dass wir uns jetzt hier Elektrolokomotiven anschaffen werden. Sondern erstmal bei den guten alten Dampfloks bleiben. Auch wenn die hier fast am Berg verrecken, aber das ist jetzt erstmal egal. So, da haben wir auch direkt mal ein bisschen Kredit zurückgezahlt. Wurde ja auch Zeit. Dann können wir jetzt auch direkt mal hier die zweispurige Trasse fertigstellen.
Wird wohl jetzt noch ein bisschen warten müssen. Weil wir gerade mal wieder kein Geld haben. Und ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon erwähnt habe in diesem Let's Play. Wahrscheinlich schon Millionen Mal. So, dann bauen wir eine Brücke wieder runter in die Kurve und zur Station. So, ja, und auf den letzten Teilen der Strecke auch nicht einmal natürlich wieder kein Geld. Das war ja irgendwie wieder klar. So, dann können wir hier eigentlich machen wir das nicht so, sondern verbinden wir das alles mal ein bisschen anders. Das könnte funktionieren. Also ich hoffe es. Wobei die Verbindung ja eigentlich unnötig ist, weil... Obwohl, nee, eigentlich gar nicht, wenn wir unsere späteren Pläne mal bedenken. Das ist eigentlich sogar ziemlich sinnvoll. So, kurz anders hinsetzen. Und weiter geht's. So, würde ich mal behaupten, dass wir jetzt hier mal solche und solche Signale setzen. Aber ich habe noch was vergessen. Wir müssen ja auch hier die Strecken verbinden. Falsch rum. Und so ist richtig rum. So, was macht der denn hier? Ach so, ich sollte ihm vielleicht vorschreiben, wo er langfahren soll. Und ich sollte vielleicht auch noch solche Verbindungen bauen.
Ja. Da habe ich mir gerade leider etwas verbaut. Deswegen werden wir jetzt noch sowas bauen. Mache ich denn? Ich merke schon, labern und bauen ist gleichzeitig ist verdammt schwer. So, jetzt stimmt's aber. Und ich hoffe wirklich, dass es jetzt, dass jetzt auch alles miteinander verbunden ist. So. Dann bauen wir jetzt hier noch eben. Nee, das sieht blöd aus. Ja, machen wir mal so ein Signal. Sieht einigermaßen hübsch aus und ist nicht ganz so auffällig. Könnten wir eigentlich direkt dahinter so eins, nee, so eins setzen. Hier dasselbe in grün. Dann noch hier, 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 hier. Ich setze das Signal jetzt mal so ein bisschen nach Gefühl. Ich hoffe, euch stört das nicht. So, das sollte erstmal reichen. Man kann ja bei Bedarf noch Signale nachsetzen. So, ich glaube, die drei Ölfeuerstationen verbinde ich mal mit einer Linie. Und wir haben wieder kein Geld. Also irgendwie leiden wir hier unter chronischem Geldmangel. Der ist wirklich ziemlich chronisch, also. Ja. Jetzt wäre es schön, wenn ich ein bisschen Geld in die Kasse reinbekommen würde. Ach so, da habe ich doch glatt vergessen, ihn hier wieder wegzumachen. So. Und dann geben wir den beiden jetzt hier auch mal vor, dass die hier nicht in die Richtung, sondern in die Richtung fahren sollen. Wunderbar.